Was ist los bei Hani und Nani? Spiele, Tricks und Tipps. Juhu, rund um die Freundschaft. Hallo und herzlich willkommen, wie es da steht, bei Hani und Nani. Das ist ein Ravensburger Spiel aus dem Jahre 1999. Ich habe das Spiel damals selber gehabt. Gebrannt und so, ne? Hat man ja vorher richtig viele gehabt, so Spiele, die gebrannt waren. Das Spiel habe ich aber jetzt wieder von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen. Und ich weiß einfach aus Erfahrung, dass das Spiel sehr, sehr kurz ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das jetzt mal in Angriff. Ich gebe jetzt mal meinen Namen ein. Und dann gucken wir mal. Also da wird nicht wirklich viel Inhalt kommen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ich hab's gerne gespielt, aber eben nicht lange oder so. Also gucken wir mal. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es wirklich so gut war oder nicht. Aber egal, Hani und Dani ist immer super. Hallo, herzlich willkommen auf Lindenhof. Darf ich vorstellen, wir sind Hani und Nani. Auch genannt die Sullivan-Zwillinge. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Auf jeden Fall hatte ich schon ganz am Anfang bei der Musik totale Nostalgie. Daran kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr so erinnern. Aber an das hier unten. Was heißt das? Heißt das? Ah, genau. Wir müssen nämlich Sachen finden. Freundschaft ist das Schönste. Gut, hier ist die Lautstärke. Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran. Und ich weiß nicht genau, was das ist. Alles. Das hier, weiß ich doch, das habe ich richtig aufgespielt. Das ist einfach Flaschendrehen. Ich glaube, das ist auch quasi das Grundspiel von dem Spiel, soweit ich weiß. Und das hier, das war auch super. Aber das habe ich mich gerade nur daran erinnert, weil ich das hier sehe. Das hier wusste ich auf jeden Fall. Ja, wir gucken jetzt einfach mal. Hallo? Wer bist du denn? Unser schönes Internat Lindenhof. Links die Tennisplätze, dahinter das Hockeyfeld und rechts das Haus, in dem ein Teil der Lehrerinnen wohnt. Die Schule ist seit vielen Jahren in diesem alten Herrenhaus angesiedelt. Wir sind sehr froh, dass wir jungen Mädchen in dieser schönen Umgebung Raum zum Lernen und zum Erwachsenwerden geben können. Aber genug geredet. Ich muss weiter. Warum hat sie denn so weiße Strähnen in ihren grauen Haaren? Das sah irgendwie komisch aus. Ja, gut. Vielen Dank für diese Info. Wir können aber anscheinend auch nur rein, ne? Gehen wir mal rein. Wir brauchen noch Verstärkung für unser Tennisteam. Ich bin der Team-Captain. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeikommst. Wir trainieren immer nach dem Abendessen. Ciao. Okay. Was ist das hier? Können wir hier irgendwie, ich weiß nicht. Ach nee, Hani und Nani. Was können wir damit machen? Ich hatte tatsächlich sogar einige davon. Früher, aber total vergilbt. Ich glaube, von meiner Mutter noch. War das Fragezeichen nicht bei uns im Inventar? Genau. Das Hani und Nani-Quiz. Hier beim großen Hani und Nani-Quiz sind Expertinnen gefragt. Ich war nie Hani und Nani-Fan. In drei Runden kannst du dich als echter Champ beweisen. Es fängt ganz einfach an, doch schon die Fragen für Fortgeschrittene sind nicht ganz leicht. Wenn du auch die Expertenrunde schaffst, wartet eine kleine Überraschung auf dich. Einen Fehler pro Runde darfst du dir erlauben. Und wenn du mal gar nicht weißt, welche Antwort die richtige sein könnte, dann kannst du dir über den Tipp-Button Hilfe holen. Okay. Aber Achtung, das gibt Punkte ab. Okay, also ich habe wirklich gar keine Ahnung von Hani und Nani. Ich hatte zwar die Bücher, ich weiß nicht, ob ich sie gelesen habe. Ich glaube, ich hatte auch eine Kassette oder so. Und ich hatte halt dieses Spiel, aber das war es auch schon. Mal gucken. Womit quält die Hausmutter die Mädchen am meisten? Mit ihrer bitteren Medizin, mit Schimpfen, mit dem schlechten Essen?
Also das hier kommt ja, klingt am logischsten. Richtig. Ha. Die Flasche mit der braunen Flüssigkeit ist wirklich der... Der Horror wahrscheinlich. Auf welchen Schüler fahren die meisten Lindenhoferinnen ab? Im Lindenhof gibt es keine Jungen, leider. Auf Nick aus der 8., auf Peter, wer kann schon seinem Lächeln widerstehen? Das... Leider falsch. Stell dir vor, in Lindenhof gibt es wirklich nur mehr... Ja, okay. Aber ich dachte, die meisten Lindenhoferinnen, das kann ja sein, dass sie trotzdem außerhalb wen, ne, kennen. Was verlangen die älteren Schülerinnen von den Jüngeren? Im Gegenteil, die Älteren tun alles für die Kleinen, von ihnen auf die Knie zu fallen, kleine Dienste wie Schuhe putzen, Tee kochen. Ich glaube das hier. Aber nein, das fehlt ja noch. Sie müssen den Großen kleine Dienste ab... Nein, echt? Was ist das denn für eine Scheiße? Voll assi. Wie heißt der süße Hund von Nanni? Rico? In Lindenhof sind Haustiere verboten. Super. Du lässt dich nicht so leicht reinlegen, nicht? Nee. Wo war Mamsell im letzten Urlaub? In Tokio, in ihrem Garten, in Pisa. In Pisa, sag ich mal. Gut beobachtet. Das Foto an der Pinnwand ist aber auch wirklich lustig. Vielleicht sollte ich nachher das Quiz mal machen, wenn ich hier ein bisschen durchgespielt habe. Was will Ellie später mal werden? Tierärztin, Model, Programmiererin, bestimmt Tierärztin. Glaubst du wirklich, dass Ellie damit glücklich wird? Leider falsch. Ellie will Model werden. Natürlich will sie Model werden. Ich weiß nicht mal, wer Ellie ist. Wo wollen Hanni und Nanni in den nächsten Ferien Skifahren? Bei ihrer Tante in Florida, bei Jenny auf Jamaika. Bestimmt bei Jenny. Richtig. Weil du Jamaika hast gut aufgepasst. Florida. Leider mehr als ein Fehler. Mist. Möchtest du weiter? Nee, dann gehen wir wieder zurück, würde ich sagen. Wie komme ich denn zurück? Oh, so nicht. So? Gott. Grüß dich. Ich bin die Hausmutter. Ob Hunger, Heimweh oder Kummer, ich bin immer für euch da. Okay, vielen Dank. Es erinnert mich ein bisschen aber auch an TKKG, ne? Im Speisesaal treffen sich alle Bewohner von Lindenhof dreimal täglich zu den Mahlzeiten. In den Zeiten dazwischen und am Abend kann der Raum von Lehrerinnen und Schülerinnen für ruhige Aktivitäten wie gemeinsame Hausaufgaben oder ein Gesellschaftsspiel genutzt werden. Okay, kann man hier irgendwas machen? Die laufen hier alle die ganze Zeit rum, ne? Auf diesem Flur wird nicht gerannt. Gut erzogene Schülerinnen sollten sowieso nur auf dem Sportplatz laufen. Ja, ich renne ja auch nicht. Komm ruhig rein. In meine Küche kommen immer alle, die Stärkung für Körper oder Seele nötig haben. Ich habe immer ein offenes Ohr für alle Sorgen. Okay. Hier, meine Medizin gegen verdorbenen Magen. Alle stöhnen, weil sie so bitter ist, aber sie hilft. Und wer mit Bauchweh zu mir kommt, ist nach einer Nacht in der Krankenstation mit Wärmflasche und einem Löffel aus meiner großen Flasche wie ausgewechselt. Kann ich jetzt mitnehmen oder so? Nee, ne? Was ist das hier? Montag Nudelsuppe, Hackbraten mit Misch. Lecker. Ja. Ich weiß, irgendwie kann man nichts machen hier. Ist immer so langweilig gewesen. Wir brauchen noch Verstärkung für unser Tennisteam. Das hast du schon mal gesagt, halt's Maul. Ich bin Entschuldigung. Komm ruhig rein. Hier findet der Chemie-, Physik- und Biologieunterricht statt. Wir haben einen Lehrer, der sieht auch so aus. Ich bin Frau Roberts, die Klassenlehrerin der 7. und einzige Chemielehrerin der Schule. Stimmt, ich erinnere mich gerade genau an hier das. Halt, was suchst du denn da? Achso, okay. Halt, was suchst du denn da? Das ist doch gar nicht dein Platz. Wo ist denn mein Platz? Muss ich noch irgendwas anderes freischalten? Die Bienchen und der die Blümchen. Der Aufbau einer Blüte, schematisch dargestellt. Das ist gerade das Thema in der 5. Und das? Wir nehmen gerade Säuren und Basen durch. Ich habe die Formel für die Dissoziation von Chlorwasserstoff in Wasser an die Tafel geschrieben. Und in der nächsten Woche schreiben wir eine Chemiearbeit. Da werden wir ja sehen, wer was behalten hat. Direkt mal Spoiler-Alarm und allen Leuten Bescheid sagen. Wahrscheinlich muss die raus, damit wir da hingehen können. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen, Die Post ist weg. Da ist ein Brief. Der war noch nicht vorher da.
Wir müssen, glaube ich, erstmal irgendwie was freischalten, damit wir weiterspielen können, oder? Wenn du Zeit hast, schau doch mal in unserem Zimmer vorbei. Okay. Hier bereite ich den Unterricht vor und korrigiere die Klassenarbeiten. Und wenn es mal Probleme gibt, dann bestelle ich mir die Übeltäter hierher in mein Büro. Okay, und was ist das hier? Hier. Dies ist der Spickzettel von einer Schülerin aus der 6. Klasse. Damit hat sie versucht, sich eine bessere Note im Vokabeltest zu erschleichen. Eine Vorgehensweise, die mir nicht gefällt, denn sie ist unfair den anderen Schülerinnen gegenüber. Aber am meisten schadet den Schülern natürlich selbst, wenn sie das Wissen nicht im Kopf haben. Ist die anstrengend. Okay, hier gibt es anscheinend auch nichts. Pisa. Die Schülerinnen haben Mamsell dieses Foto aus ihrem Italienurlaub abgeschwatzt, um es ans schwarze Brett zu hängen. Ein echter Mamsell-Schnappschuss. Wer genießt in den Herbstferien... Ach, wer gießt, nicht genießt. Hier am schwarzen Brett können die Schülerinnen auch eigene Nachrichten anbringen. Wer gießt in den Herbstferien meinen Kaktus? Bitte bei Evelina melden. Das ist ein Foto von Hannis und Nannis Klasse. Okay. Die Mädchen haben Urlaubsfotos ans schwarze Brett gehängt. Frau Roberts hat auch ein Foto gestiftet. Von sich als Freiluftkünstlerin im schottischen Hochland. Tante Trude, eine ganz besondere Tante. Oh. Hier meldet sich Tante Trude zu Wort. Vergiss alle Tanten, die du bisher gekannt hast. Tante Trude drückt dir keinen dicken Schmatzer auf, sobald sie dich sieht. Sie schenkt dir keine hässlichen Strickpolunder, hat keinen Damenbart und geht dir vor allem nicht mit ihrem Gesabbel auf die Nerven. Nein, Tante Trude hat wirklich was auf dem Kasten. Sie kennt nämlich viele Mädchen in deinem Alter und die haben ihr viele gute Tricks und Kniffe verraten, die hier an dich weitergegeben. Oh Gott. Einschlafhilfe, Ziele, Schäfchen, besonders vor Tagen, an denen ein aufwühlendes Ereignis bevorsteht, Reise, Geburtstag, Teste der Schule, kann man manchmal einfach nicht einschlafen. Abhilfe können folgende Tricks schaffen. Okay, interessant, müssen wir uns das nicht durchlesen, oder? Drücke dein Lieblingsstofftier an dich und roll dich in die Decke ein. Zu zweit geht das Einschlafen bestimmt leichter. Geheimschriften. Ob du in der Mathe schon eine geheime Nachricht an deine beste Freundin? Mhm. Okay. Liebes und andere Kummer. Trübe Tage hat jeder mal und auch Liebeskummer verschont niemand. Millionen Menschen haben schon wahre Sturzbäche geheult. Das ist ein Teil des Lebens und ist ganz normal. Egal, ob es dich oder eine Freundin erwischt, das Wichtigste ist, darüber zu reden. Such dir also eine Vertrauensperson oder leih einem an Liebeskummer leidenden Menschen dein Ohr. Dann sieht das schon bald nicht mehr ganz so schlimm aus. Man muss gar nicht mal immer einen guten Rat wissen. Das Zuhören bzw. Erzählen selbst hilft auch schon sehr viel. Mhm. Ja. Mhm. Echt jetzt? Wenn du keinen Rat mehr weißt und auch niemanden hast, an den du dich wenden könntest, ruf beim Kinder- und Jugendtelefon oder der Telefonseelsorge an. Die Telefonnummer findest du in der Rubrik Nützliche Adressen hier in Tante Trudes Trickliste. Nützliche Adressen hier. Bund für Umwelt und Naturschutz. In Bonn? Was? Was? Meinst du, die gibt es eigentlich noch wirklich? Greenpeace? Krass. Pfadfinder, Robin Wood, Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt, Zeitansage, ist die kostenlos? Ich rufe da mal eben an. Oh, ich habe nur noch 3% Akku. Oh, warte jetzt hier, 01191. Ja, hat irgendwie nicht so geklappt, ne? Gut, dann also nicht. Die Zeitansage gibt's also nicht mehr. Schade, schade. Lustige Eiswürfel. Für deinen nächsten Geburtstagsparty oder einen Kaffeeklatsch im Garten, nimm einen Eiswürfelbehälter und lege in jedes Kästchen eine Kirsche. Ach so. Mhm, okay. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr so, ne? Aber schön. Schön!